Wer sich, wie wir ja auch, viel im Fermentationskosmos bewegt, kommt natürlich nicht umhin, sich auch mit Kombucha und Wasserkefir zu beschäftigen. Und wir erklären dir heute die Unterschiede und sagen dir auch, warum wir die gesunde und wilde Fermentation schätzen und lieber auf die natürliche, zuckerfreie Variante setzen. Ja, aber was ist eigentlich Kombucha und vor allem, wie stellt man Kombucha her? Genau, Kombucha ist auch ein fermentiertes Getränk. Allerdings braucht man dafür eine spezielle Kombucha-Kultur. Man sagt dazu auch Pilz oder auch SCOBY. Und diesen braucht man, um diese spezielle Gärung eben stattfinden zu lassen. Diesen Pilz setzt man in einen gebrauten Tee. Meistens ist es Schwarztee. Mhm. Und dann kommt auf jeden Fall immer noch Zucker hinzu. Und manche machen das dann eben auch noch mit Früchten, ja, versetzen die das auch noch, muss man aber nicht unbedingt machen. Und dieser Pilz sorgt dann eben für diese spezielle Fermentation. Und wie auch bei der Milchsäuregärung wird der Zucker natürlich verstoffwechselt. Allerdings eben nicht von den Milchsäurebakterien, sondern eben vom Kombucha-Pilz, vom SCOBY. Was ist eigentlich nun Wasserkefir und wie wird dieser hergestellt? Ja, ähnlich wie beim Kombucha braucht man beim Wasserkefir eben auch die Kulturen, um ihn herzustellen. Und zwar sind es die sogenannten Wasserkefir-Kristalle. Die sehen eigentlich aus, ja, oder man kann auch, manche sagen auch Knöllchen. Sie sehen eigentlich aus wie weiße oder klare zerkaute Gummibärchen, könnte man sagen. Und so ähnlich fühlen sie sich auch an. Ja, so ein bisschen festeres Gelee, so kann man sich das vorstellen. Und die braucht man eben auch dafür. Und die werden eben mit Wasser angesetzt. Es kommt auch Zucker hinzu und zum Beispiel eine Zitronenscheibe und auch Trockenfrüchte kann man noch mit reinmachen. Viele machen es mit Rosinen, man kann aber auch Feigen und sowas nehmen. Und auch da ist es so, dass durch diese Kulturen, durch diese Wasserkefirkristalle die Fermentation stattfindet oder diese Gärung stattfindet und auch der Zucker wieder verstoffwechselt wird. Das Getränk wird dann eben immer saurer, je nachdem, wie weit man das fermentieren lässt. Und man merkt auch tatsächlich, dass die sich dann auch vermehren. Also die wachsen auch weiter und vermehren sich weiter. Und man hat dann irgendwann immer mehr und kann dann was abgeben davon oder entsorgen. Ja, was kann man eigentlich dann noch brauen oder was kannst du selber auch für Säfte daheim herstellen? Du kannst dir milchsaure Gemüsesäfte daheim erzeugen, selber kreieren und das eben ohne Zuckerzusatz oder ohne Industriezucker. Und das ist ganz, ganz easy. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal hast du die Möglichkeit, einen Saft klassisch zu pressen, ja, in der Saftpresse, gibst Salz hinzu, lässt es klassischerweise fermentieren. Oder die zweite Möglichkeit, du schneidest Gemüse klein, lässt das über einen gewissen Zeitraum fermentieren. Zum Beispiel jetzt, wir nehmen Weißkohl, daraus entsteht leckeres Sauerkraut nach einiger Zeit und es entsteht auch Saft. Dieser Weißkrautsaft entsteht, der dann zu Sauerkrautsaft fermentiert. Mega lecker. Und diese drei Sachen gibt es, ne? Kombucha, Wasserkefir und eben auch die fermentierten milchsauren Gemüsesäfte. Wir wollen dir jetzt auch einfach mal zeigen, neben diesen unterschiedlichen Fermentationsarten, die wir gerade eben dargestellt haben, welche Vor- und Nachteile es gibt. Also komm einfach mal mit. Es gibt natürlich einen Riesenhype rund um Kombucha, Wasserkefir. Aber was oft verschwiegen wird und was man oft auch nicht weiß, ist, dass im Rahmen der Fermentation von Kombucha und Wasserkefir Ethanol, Alkohol entsteht. Und natürlich, dass alles erst in Gange kommt, indem ich Industriezucker, raffinierten Industriezucker hinzugebe. Und das hat natürlich auch Nachteile. Darauf wollen wir jetzt ganz kurz eingehen. Ja, dass reiner Zucker ja eher gesundheitsschädlich ist, ist, glaube ich, ja auch den meisten jetzt einfach auch schon bekannt und wurde verinnerlicht. Wir wissen alle, dass damit ein erhöhtes Diabetesrisiko einhergeht. Natürlich der Klassiker Zahnkaries und Parodontose auch verursacht wird durch Zucker, zu viel Zuckerkonsum. Ja, auch die Leber verfettet durch Zucker. Das ist, glaube ich, vielen einfach nicht bewusst, weil ne, Fett und
meint man eigentlich, dass das mit dem Cholesterin und mit dem Fettkonsum zusammenhängt. Aber nein, es ist tatsächlich der Zucker, der zu einer Verfettung der Leber führt und natürlich auch zu Leberschäden. Ja, und Zucker erzeugt ein saures Milieu. Zucker ist säurebildend und wenn du ein saures Milieu bei dir hast, können einfach Krankheiten entstehen wie Fettleber, Leberschäden, aber auch Depressionen. Zucker zieht Energie. Das ist wirklich Energievampire und dementsprechend ist Zucker da nicht förderlich, weil in einem basischen Milieu dort können keine Krankheiten entstehen. Und man muss einfach für dich selber entscheiden, ob du sagst, ja, ich gebe da gerne Industriezucker hinzu. Und darüber hinaus natürlich auch die Alkoholbildung, die entstehen kann. Genau. Es bildet sich eben auch im Rahmen dieser Gärung Alkohol, so wie ja auch bei anderen fermentierten alkoholischen Getränken natürlich nicht ganz so viel, aber man sollte sich das einfach auch bewusst machen, vor allem wenn man die Getränke eben auch als Heilmittel ansieht und vielleicht auch wirklich täglich konsumieren möchte, muss man sich dessen einfach mal bewusst machen, dass man da auch immer eine gewisse Menge Alkohol mit konsumiert. Auch für Kinder eben auch wichtig. Alkohol fördert eben auch Leberentzündungen, Leberzirrhose, Bauchspeicheldrüsenentzündungen und auch andere Nervenerkrankungen können durch Alkohol verursacht werden und natürlich im schlimmsten Fall Alkoholabhängigkeit. Ich denke nicht, dass Kombucha als eine Alkoholabhängigkeit entstehen würde. Ganz klar, das war jetzt generell auf Alkohol natürlich bezogen. Einfach um sich das natürlich immer ins Bewusstsein zu rufen, um dann auch selber Entscheidungen dazu zu treffen. Die Frage ist halt die, will ich das meinen Kindern geben? Ne? Und damit wird natürlich auch oft Werbung getrieben und oft wird natürlich auch gesagt, es ist alkoholfrei. Es kann nicht wirklich nachgewiesen werden. Ist Alkohol drin, ist eine Restmenge drin? Das ist wie bei alkoholfreiem Bier. Weißt du selber, dass wenn Bier alkoholfrei ist, trotzdem eine Restmenge Alkohol drin ist? Und das ist die Frage, ob man das einfach selber den Kindern geben möchte. Zu unserer Philosophie würde es jetzt einfach persönlich passen, aber es muss einfach jeder für sich selber entscheiden. Und wir setzen einfach, und das weißt du auch, wirklich wilde Fermentation auf wirklich frisch fermentiert, natürlich, ohne Geschmacksverstärker, ohne E-Stoffe, ohne Zucker, ohne Alkohol oder irgendwas. Mhm. Und wir wollen jetzt mal ganz kurz auf die Vorteile eingehen der wilden Fermentation. Ganz genau. Denn bei der wilden Fermentation von Gemüse oder eben Gemüsesaft, je nachdem, wie du das machen möchtest, entstehen rechtsdrehende Milchsäurebakterien, Enzyme und auch eine Fülle an Nährstoffen. Genau. Und die wirken ja vor allem auch regenerierend auf deine Darmflora und verbessern die Nährstoffaufnahme, weil du weißt ja, dein Immunsystem oder die Immunzellen, 80% der Immunzellen sitzen im Darm. Und das Wichtigste ist, deinen Darm zu stärken, dann hast du auch ein starkes Immunsystem. Das ist natürlich dann die Schlussfolgerung. Genau. Und die milchsauren Gemüse, Gemüsesäfte, die wirken einfach basenbildend auf deinen Körper in der Verstoffwechslung und somit wirkt es auch einer Übersäuerung entgegen und beeinflusst deinen Säurebasenhaushalt ganz, ganz positiv. Genau. Ja, unser Fazit für unsere Philosophie, für das, was uns wichtig ist, sind die fermentierten Säfte ganz klar überlegen gegenüber Kefir und Kombucha, einfach durch ihre gesundheitliche Wirkung. Und für uns ist eben der Kombucha in Relation zu ungesunden anderen Getränken zwar gesund, aber wenn man es vergleicht mit den fermentierten Säften, mit den milchsauren Säften, wäre uns das jetzt wieder zu ungesund. Genau. Uns ist ja wichtig, ich sag mal, bevor du gar keine probiotischen Produkte zu dir nimmst und Cola trinkst als Beispiel, dann nimm natürlich eher Kombucha. Ganz klar. Aber wir wollen eben auch aufklären, weil ja gerade auch Kombucha so gerade eben extrem gehypt wird, was eben auch enthalten ist. Ganz genau. Und diese Relation musst du für dich selber feststellen. Wenn du jetzt schon der Meinung warst, Kombucha ist das Gesündeste, was es gibt, dann wollen wir dich einfach von was anderem überzeugen und triff auch deine eigene Entscheidung und probier es gern aus mit den fermentierten Säften. Aber diese Relation ist uns extrem wichtig. Also nochmal, wenn du Cola trinkst, dann ist natürlich ein Kombucha gesünder. Ne? Ganz klar. Wenn du jetzt aber zum Beispiel auf eine ganz stark zuckerfreie Diät achten musst, also so richtig, richtig low carb, dann sind ganz klar die Gemüsesäfte, die fermentierten, das Getränk deiner Wahl, wenn es jetzt mal was anderes als Wasser und Tee vielleicht auch sein soll. Ja, und lass uns auch mal teilhaben in den Kommentaren, was ist eigentlich deine persönliche Erfahrung mit Säften, mit Kombucha, mit
Kefir, welcher Art und Weise. Es gibt auch noch Milchkefir zum Beispiel. Und wir wollen dir jetzt nur ganz kurz auch sagen, wie du auch einen fermentierten Saft für dich auch nochmal pimpen kannst, vielleicht auch ein bisschen kombinieren kannst und auch servieren kannst, damit das natürlich auch ein Highlight ist, vielleicht für einen Besuch, für jemanden, der vielleicht erstmalig bei dir auch ist und so einen leckeren Saft ausprobieren möchte. Du kannst natürlich einfach, wie wir das jetzt hier gemacht haben, die Gläser ein bisschen dekorieren, so wie das vielleicht so zu dem Saft passen würde. Wir haben jetzt hier einfach eine Apfelscheibe genommen und ein bisschen einen grünen Gemüsestängel, also dieser Klassiker irgendwie, die Selleriestange oder so. Wir haben jetzt eben ein bisschen Kohl und Karottengrün genommen. Das macht dann immer schon ganz, ganz cool was her und sieht, ist immer so ein Hingucker, also so frisches Obst und Gemüse, das sieht einfach immer vital und lecker und ansprechend aus, wenn man das zum Dekorieren einfach auch nimmt. Ansonsten kannst du die Säfte natürlich auch ganz, ganz super für deine Salate nehmen als Dressings oder auch Dressings draus machen. Die sind meistens schon immer, die haben so ein intensives Aroma, da braucht man dann auch immer gar nicht mehr würzen bei den Salaten, finde ich. Also das reicht dann schon immer als Gewürz und wenn man mag, kann man natürlich dann noch ein bisschen Öl oder Nüsse, Samen, Saaten, irgendwas rangeben, je nachdem, wie man seinen Salat dann eben auch mag. Dafür funktioniert es natürlich auch wunderbar. Ja, und wenn du jetzt Lust bekommen hast und einen eigenen Saft fermentieren möchtest, dann melde dich auf jeden Fall auch zu unserem gratis E-Mail-Kurs 5 Fermente in 5 Tagen an. Da fermentieren wir gemeinsam mit dir 5 Tage lang jeweils pro Tag ein Ferment, welches du erfolgreich dann auch umsetzen wirst, das wunderbar bebildert, Schritt-für-Schritt-Anleitung und da entstehen halt 5 Säfte auch im Rahmen der Fermentation. Und die kannst du natürlich da wunderbar auch integrieren in den Alltag und wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt auch schon mal reingucken, wir haben natürlich auch ein ganz tolles Video hier auf YouTube zu dem Thema Säfte, wie die sauren Durstlöscher, das verlinken wir auch einfach mal oben. Da kannst du auch mal reinschauen, da haben wir nämlich schon mal einen Saft für dich fermentiert, dass du ein Gefühl bekommst. Ansonsten unser gratis E-Mail-Kurs 5 Fermente, 5 Tage ist unterhalb von dem Video in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn dir das Video auch gefallen hast und du keine Tipps zur Fermentation mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall auch unseren Kanal und drücke auf die Glocke, dass du auch wirklich jedes Mal informiert wirst, sobald wir wieder ein neues Video hochladen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.